cool, wir haben den Plot gelöst. Waren zwar nur wir allein, aber shit happens. Mir doch egal, dass die NSCs blöd fanden, dass wir die Plotgegenstände in unserem Auto versteckt haben. Haben sie halt nicht gefunden. Hey ihr Lieben. In dem Video heute möchte ich euch ein paar Anregungen geben, wie ihr im Lab ein schönes Spiel generieren könnt und dafür sorgt, dass alle mehr Spaß auf Con haben. Mein erster Punkt, den ich auf fast jeder Con bisher miterlebt habe und der mir tierisch auf den Keks geht, ist, wenn Leute irgendwelche OT-Wortspiele, OT-Anspielungen oder OT-Witze ins IT einfließen lassen. Als Beispiel meine ich da sowas wie folgendes. Ist das ein Vogel? Ist es ein Flugzeug? Nein! Es ist Superman! Wirkt auf euch jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber tatsächlich passiert sowas relativ häufig. Manchmal in ein bisschen abgeschwächter Form, aber oft kann man dann nicht an sich halten, weil jemand gerade ein lustiges Stichwort gegeben hat, was eine Anspielung auf irgendeinen Werbeslogan, irgendeinen Spruch, Jingle ist, den man eben kennt. Und da bitte wirklich einfach mal auf die Zunge beißen und es nicht sagen. Mein nächster Tipp ist, absolut konsequentes und stures IT bleiben, auch wenn andere OT gehen. Boah, ich hab voll Hunger. Wenn wir heimkommen, mache ich mir erstmal eine Tiefkühlpizza. Eine was? Wenn du hungrig bist, könnte ich dir etwas von meiner Ration anbieten. Damit nehmt ihr den Leuten direkt jeglichen Wind aus den Segeln. Sie merken, oh, ja, stimmt, jetzt war gerade ein OT-Kommentar von mir. Und gehen dann meistens auch schnell und von selbst wieder ins IT. Das nächste klingt erstmal relativ einfach. Und zwar alles nehmen, wie es kommt und damit spielen. Klingt erstmal ziemlich selbstverständlich, aber manchmal passieren Sachen, die man vielleicht selbst nicht so gut findet, gegen die man vielleicht auch OT was hat, gerade wenn man jetzt solche Situationen hat, dass man bestohlen wird, dass irgendjemand einen Hinterhalt auf einen plant. Wichtig ist, dass man da dann nicht ins OT verfällt und sagt, oh nee, da habe ich jetzt keinen Bock drauf, machen wir jetzt nicht, sondern spielt mit allem. Das erzeugt die besten Momente, die man sich teilweise vorstellen kann. Und wenn man dann auf der Jagd nach einem Dieb ist, der einem etwas gestohlen hat, und der Dieb das auch gescheit macht und da auch konsequent bleibt und es möglich ist, ihn zu schnappen, kann das richtig lustig für alle Beteiligten sein. Ein nächster, sehr wichtiger, aber auch schwieriger Punkt. Unterscheidet zwischen dem, was ihr selbst denkt, fühlt und sagt, und dem, was euer Charakter denken, fühlen und sagen würde. Als Beispiel ein epischer Kampf zwischen einem riesigen Dämon, einem Fürsten und dem Anführer eurer Gruppe. Es ist episch, Effekte surren durch die Luft, vielleicht ein bisschen Kunstnebel und oder sogar etwas Pyrotechnik. Und ihr findet das großartig. Ihr würdet am liebsten applaudieren, weil die Szene so toll ist und findet es richtig klasse und seid vielleicht am Grinsen. Aber euer Charakter, überlegt mal, wie es eurem Charakter gehen würde. Euer Charakter hätte wahrscheinlich Angst. Er würde sich Sorgen machen und würde ganz sicher nicht mit einem breiten Grinsen daneben stehen und applaudieren. Also versucht das immer im Kopf zu behalten. Wie würde mein Charakter das jetzt alles sehen? Ein nächster Punkt, der sehr vielen Leuten schwerfällt, ist, verzichtet auf Anglizismen und auf moderne Wörter. Ihr müsst nicht in einer vollkommen fehlerfreien mittelalterlichen Sprache sprechen, aber allein diese Wörtchen zu meiden hilft schon sehr. Ich meine damit sowas wie cool, okay ist auch schon sehr störend. Man kann das stattdessen auch einfach sagen, in Ordnung. Geil wirkt auch relativ modern. Und dann natürlich solche Sachen wie fuck, shit, nice. Das sind alles Dinge, die passen einfach nicht in diese Fantasy-Welt. Der nächste Punkt. Manchmal wollen sich Leute im IT über Sachen unterhalten, die eher was mit OT zu tun haben oder im OT passiert sind. Und die denken sich dann, es ist ja in Ordnung, solange ich das irgendwie IT verpacke. Meine Kutsche braucht dringend einen Räderwechsel. Aber der Handwerker
hat viel zu viel Gold verlangt und deshalb kann ich mir das erstmal einfach nicht leisten. Ja, das war alles vollkommen IT-tauglich ausgedrückt. Dennoch ist es klar, hier geht es gerade nicht um irgendetwas, was der Charakter sagen würde, ein Problem, was der Charakter hat, sondern darum, dass jemand die Reifen von seinem Auto wechseln lassen möchte und dafür gerade nicht genug Kohle hat. Holt einen einfach aus dem Spiel raus, ist nicht so schön, versucht es zu vermeiden. Wenn ihr OT-Gespräche führen wollt, macht es irgendwo, wo es keinen stört, der das nicht möchte. Also am besten ganz weit abseits, irgendwo im Zelt oder einfach sein lassen. Bleibt in der Rolle, das verstärkt die Immersion für euch auch ungemein. Das nächste. Habt im Hinterkopf, dass auch wenn wir da in gewissen Rollen sind, alle noch Spaß an dem Spiel haben wollen. Also auch wenn jetzt bestimmte Aktionen sehr gut zu eurem Charakter passen, ist es vielleicht nicht immer das Beste, es auf Lab auch immer genau so durchzuziehen. Wenn man jetzt zum Beispiel wieder an einen Meuchelmörder denkt und der einen Spieler niedersticht irgendwo, wo niemals jemand vorbeikommt, dann hat der Spieler keinerlei Möglichkeit, dass der Charakter irgendwie geheilt wird und es ist eigentlich ein direkter Charaktertod. Wenn man es streng nimmt, ist das natürlich legitim. Das ist, kann passieren, aber mehr Spaß haben alle, wenn man es irgendwo macht, wo dann vielleicht doch die Chance besteht, dass er gefunden wird. Dann hat man noch Heilerspiel, dann hat man noch die Möglichkeit des Konfliktspiels. Alle haben Spaß dran und können daraus was machen. Und es ist kein abgehacktes Spiel, was dann einfach vorbei ist, wo ein Charaktertod passiert, wo eigentlich keiner nötig wäre. Ähnlich ist es mit den NSC. Wir spielen zwar oft gegeneinander, aber wir spielen auch immer miteinander. Ich habe es in meinen anderen Videos schon gesagt, wenn NSC sich gut anstellen, dann lasst euch auch mal den Dreck fallen. Zeigt ihnen, dass sie auch was geleistet haben und was geschafft haben und achtet immer darauf, dass beide Seiten Spaß haben. Und wenn ihr dann im Dreck liegt, dann könnt ihr auch den Heilern ein bisschen was bieten. Wenn ihr zu den Heilern geht und die euch verarzten möchten, dann werden sie als erstes fragen, was sehe ich denn? Und da gibt es zwei Möglichkeiten, wie man das Ganze machen kann. Ja, ich habe hier einen Pfeiltreffer. Ein Pfeiltreffer. Der Schaft ist abgebrochen, die Spitze steckt aber noch und ich glaube, es ist beim Eindringen an der Rüstung etwas gesplittert. Es ist beides dieselbe Art von Verletzung, aber bei der zweiten Variante gebt ihr dem Heiler einfach viel mehr, womit er spielen kann. Ihr könnt da wirklich vollkommen kreativ werden und bei verschiedenen Wunden einfach verschiedene Kleinigkeiten mit hinzufügen, was für die Heiler das Spiel noch viel interessanter macht und für euch dann im Endeffekt natürlich auch. Und mein letzter Punkt. Bindet andere Spieler in euer Spiel mit ein, vor allem wenn es fremde Spieler sind. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel gerade dran seid, einen Plotstrang zu lösen, dann schaut, dass ihr das nicht vollkommen alleine macht. Wenn ihr irgendwo im Wald was besorgen müsst, dann besorgt euch vielleicht Geleitschutz. Wenn ihr irgendwas analysieren müsst und herausfinden müsst, was etwas machen kann, dann holt euch doch einfach mehrere Meinungen von verschiedenen Magiern, die das Ganze analysieren können oder anderen Kundigen, die da eben was machen können. Und zeigt so, dass mehrere Gruppen daran beteiligt sind. Das macht auch allen mehr Spaß und tatsächlich ist es auch gar nicht so sinnlos, wenn man einfach mehrere Meinungen hat und mehrere Leute daran mitwirken. Das waren so meine Tipps zum Labspiel. Ich bin sicher, man kann noch viele mehr aufzählen, aber das waren jetzt so, die mir akut am wichtigsten erschienen. Wie immer freue ich mich, wenn ihr mir in den Kommentaren noch ein paar Ergänzungen schreibt und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!